Warum solltest du als E-Commerce-Coach, Amazon-Coach unbedingt oder auch Dropshipping-Coach unbedingt ein Buch schreiben? Also, im Bereich E-Commerce ist es ja so, dass es dort schon einige Coaches gibt, selbsternannte Coaches, richtig gute Coaches, gibt es eine große Bandbreite, will das gar nicht beurteilen, auch Agenturen in dem Bereich und das nimmt auch zunehmend, das wächst auch zunehmend. In diesem Markt ist es so, dass mehr in diesen Markt eindringen, dass es Konkurrenten gibt und so weiter. Und gerade da ist es eben wichtig, dass du dich vor deiner Konkurrenz mit einem Buch positionierst. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade, egal ob es jetzt Selbstständige sind, die gerade vielleicht mit einem Online-Shop beginnen oder anfangende Selbstständige, ob es jemand ist, der schon länger vielleicht einen Online-Shop hat, ob es jetzt auf Amazon ist oder jenseits von Amazon, dass das oft Menschen sind, die sich schon im Vorfeld sehr tief mit dem Thema befasst haben, die viel lesen in der Regel, YouTube verfolgen und so weiter. Und da ist es so, dass du mit einem Buch nochmal gerade in diesen grauen Bereich, nenne ich das, das sind Kunden quasi oder Interessenten, die dir vielleicht schon folgen oder auch nicht, die sich aber mit diesen Themen befassen, wie E-Commerce, Online-Shop, Skalierung, Dropshipping etc. in den jeweiligen Bereichen, dass du die nochmal mit dem Buch anders bekommst. Das heißt, oftmals ist es so, dass so ein Buch sehr dankbar angenommen wird, weil man möchte einfach ein kompaktes Wissen, man möchte das vertiefen. Ein Buch hat einen hohen Stellenwert, nochmal höher vielleicht auch als Reports etc. Also das Reports definitiv, ja. Aber vielleicht auch nochmal als einzelne Videos. Das heißt, man besorgt sich dieses Buch und damit bekommt man halt gerade diejenigen, die man nicht direkt ins Beratungsgespräch bekommen hat, die vielleicht noch erstmal sich vorinformieren wollten mit dem Buch und kann auch gerade diese Zielgruppe, die man davor nicht abschließen konnte, eben über das Buch leichter abschließen, zumal man ja auch die Sales Journey abkürzt, Einwände im Buch behandeln kann, Vorframe kann im Buch mit guten Case Studies arbeiten kann und vor allem auch zeigen, wie man sich von der Konkurrenz unterscheidet. Gerade im Bereich E-Commerce Coaching oder Beratung, Agenturdienstleistung ist es ja auch so, dass du hochpreisig unterwegs sein wirst. Und da ist es so, dass ein Buch sich deshalb einfach eignet, auch weil es eben sehr gutes Verhältnis, also von quasi Leadkosten bis hin Leadkosten versus Lifetime Value Kunden etc. hat und dass du halt eben sehr viel rausholst aus den einzelnen Buchleads. Zum Beispiel, also sehr gutes Beispiel ist, wir haben das Buch zusammen mit Daniel Wittmann umgesetzt, wir haben ihn bei der Konzeptionalisierung, Lektorat, Korrektorat, Buchsatz, Druck etc. geholfen. Er hat den erfolgreichsten E-Com-Podcast mit über 100.000 Abonnenten und hat schon über 150 Millionen Euro Umsatz für seine Kunden generiert. Ist jetzt also nicht gerade unbekannt oder klein. Und es ist einfach so, er hat im Podcast und so weiter auf Social Media einfach viele, die ihm folgen, aber die er eben noch nicht als Kunden hat. Der Podcast heißt auch E-Com Secrets, deswegen macht es Sinn. Und mit diesem Buch hat er allein schon, bevor überhaupt Ads geschaltet wurden, und die haben jetzt erst begonnen, da halte ich euch auch auf dem Laufenden, also wartet mal ab, im März wird es dann ein Update geben, weil er gerade damit begonnen hat. Allein schon organisch hat er 1.000 Buchleads eingesammelt. Klingt erstmal nicht viel, aber du musst dir überlegen, 1.000 Buchleads, das sind alles potenzielle Kunden. Wenn man jetzt alleine davon, sagen wir mal, von diesen 1.000 Buchleads vielleicht jetzt gerade mal 2,5% nur abschließt, dann sind das 25 Kunden und das Ganze hochpreisig, also mehrere 1.000 Euro und so weiter. Du siehst, wo die Reise hingeht und das ist alles noch vor Ads überhaupt. Das heißt, auch dieses Buch hier wird hunderttausende Euro, also wird über 1 Million auf alle Fälle, es wird hunderttausende Euro generieren. So. Das ist das eine. Dann haben wir ein sehr erfolgreiches Beispiel aus einem anderen Bereich, weil das richtet sich an jetzt Unternehmen, die halt einen Online-Shop haben, die skalieren wollen. Das ist jetzt für Leute oder Personen, die halt sich selbstständig machen wollen, mit einem Online-Shop zum ersten Mal. Beziehungsweise nicht im Online-Shop, sondern mit Amazon. Ne? Sagen, auf Amazon Produkte vertreiben wollen, Amazon FBA. Der Niklas Bellmeier, der hat mit seinem Buch schon weit über 1 Million an Umsatz generiert. Also wirklich mit Werbung fährt da sehr, sehr gut und das innerhalb von wenigen Monaten, ich glaube knapp ein halbes Jahr. Und da geht es um die Chance E-Commerce, Erfolg und Freiheit durch Onlinehandel. Das heißt, das sind sehr gute Beispiele. Wir schreiben gerade auch zusammen mit einem, beziehungsweise betreuen ihn beim Buch, der im Bereich Dropshipping sehr bekannt ist, ohne jetzt hier den Namen zu nennen, werdet ihr sicher später auch noch davon erfahren. Das heißt, das sind alles Bereiche, wo das sehr, sehr gut funktioniert, weil man bekommt einfach ein Standing in der Community sozusagen, wenn man so ein Buch hat. Es wird gerade bei Leuten, die sich mit E-Commerce, Online-Shops, Dropshipping befassen, sehr, sehr, sehr gerne angenommen, so ein Buch. Und man bekommt eben die davor noch skeptisch waren und die so viel Input von verschiedenen Seiten, YouTube, Podcast, hier geht es um E-Commerce, da geht es um Dropshipping, bekommt man einfach ein Alleinstellungsmerkmal, weil man ein Buch hat, eben Autorität und Autor sind nicht ohne Grund sehr nah beieinander, aber auch, weil man halt hier Einwände behandeln kann, weil man zeigen kann, wie die eigene Journey war, die eigene USP, wie man zum Thema gekommen ist, was es für Mythen im Markt gibt, Schmerzpunkte und so weiter.
All das kann man adressieren und dadurch wärmt man natürlich diese Leads an und die sind dann auch viel mehr bereit, mit einem ins Gespräch zu gehen, einmal die Zeit zu geben für einen Call, in die Beratungscalls zu gehen, entsprechend einem zu folgen, weiter zu empfehlen und so weiter. Das heißt, es entwickelt so auch so eine Eigendynamik, dass dieses Buch weiterempfohlen wird im Freundeskreis, Leute, die das machen, in Communities, in Podcasts und so weiter. Abgesehen davon, dass man einfach ganz, ganz stumpf darauf natürlich Ads schalten kann, mit entsprechenden Creatives, mit guten Videos und so und da dieses Buch eben bewerben kann und darüber dann halt auch Tausende an Leads, die eine hohe Qualität haben, weil auch dazu gibt es ein Video, entweder jetzt oder später bei uns auf dem Kanal, wo eben diese Leads einfach eine hohe Wertigkeit haben. Eine höhere wie jetzt andere Assets zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel ein Report oder auch ein Branding-Video, aber dazu dann später mehr auf dem Kanal. Also, wenn du Dropshipping machst oder E-Commerce oder irgendwas mit Online-Shop, Beratung, Coaching, Agenturdienstleistung im hochpreisigen Bereich, also kein Infoprodukt, sondern wirklich im hochpreisigen Bereich, dann kann und wird ein Buch für dich etwas sein, was für dich einfach mehr Umsatz generiert, dich als den Experten in deinem Bereich positioniert und vor allem auch so eine Art Lawine auslöst an Weiterempfehlungen. Dann kommt mal vielleicht ein Podcast-Beitrag irgendwo, ein Interview und so weiter. Das heißt, so ein Buch entwickelt auch immer eine Eigendynamik. Wenn dich jetzt interessiert, ob für dein Subthema E-Commerce, Dropshipping, Amazon FBA etc., ein Buch das Richtige ist und was du mit deinem Buch erreichen kannst, dann melde dich jetzt an, trag dich unten ein für ein Erstgespräch. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir.